Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. So, weitere Folge von Hugo Hammer, unserem Panzergranadier. Und jetzt schreien natürlich gleich wieder einige Leute los. Ja, Moment, der ist ja Pionier, der baut ja hier Brücken, der macht dies und das und jenes. Ja, auch alles richtig. Für mich ist es ein Soldat in einem Panzergranadierregiment, das zu einer Panzerdivision gehört. Deswegen habe ich es auch genannt, das Tagebuch eines Panzergranadiers. Das werde ich auch nicht ändern. Wir werden mal sehen, wo da die Reise noch hingeht. Und ich bin sehr froh und freue mich über das sehr positive Feedback zu dem neuen Tagebuch. Es ist immer schwierig, wenn man was Neues anfängt, ob das auch so ein bisschen ankommt. Jeder hat ja einen anderen Schreibstil und wir haben ja nun schon einiges gehört. Also wenn ich überlege, wir haben Rudolf gehabt, wir haben den Kirchmeier, wir haben den Tweetmeier, wir haben, fällt mir der Name jetzt nicht ein, überall liegen sie umher und andere Gefechtsberichte. Und wie gesagt, jeder schreibt anders. Einige schreiben mehr über die Etappe, einige mehr um die Kämpfe. Bei einigen geht es halt nur um Essen und Post, bei anderen geht es wirklich nur um, wo fliegen vorne die Granaten durch die Gegend. Und deswegen ist es immer unterschiedlich. Aber es sind ja auch unterschiedliche Menschen, die das auch unterschiedlich erlebt haben. Und deswegen denke ich mal, dass auch diese Reihe gut auf den Kanal passt. Russische Ortsnamen, ich weiß, mein Endgegner, ich gebe mir Mühe. Ihr könnt das auch 150 Millionen Mal in die Kommentare schreiben. Ich versuche das so auszusprechen, wie ich es am besten kann. Und wenn das nicht stimmt, dann ist das so. Also ich versuche immer mal bei französischen Ortsnamen, wenn es um andere Berichte geht, das mir immer mal wieder mit so einem Programm vorsagen zu lassen. Und dann versuche ich es halt. Aber bei russischen Ortschaften geht das manchmal gar nicht. Und deswegen müsst ihr damit einfach leben. Das ist eben so und das wird auch nicht anders sein. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zum Intro. Ich werde ja auch nicht für jede Tagebuchfolge ein Intro machen, sondern immer mal wieder ein bisschen Feedback geben oder vielleicht ein paar Sachen aufklären oder ein paar Hinweise geben. Und ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Jetzt steigen wir wieder ein mit dem Hugo an der Ostfront, dritter Teil. Los geht's. Heute Nachmittag wird Alarmbereitschaft befohlen. Das Wetter ist teils Schneetreiben und Sonnenschein. Seit 1 Uhr früh liegt auf der ganzen Front stärkstes feindliches Artilleriefeuer. Nebenbei beschießt russische 20 cm Artillerie die Ortschaften. Die ganze Front ist in Rauch gehüllt. Früh um 4 Uhr bricht der Angriff des Russen los. Mit Panzern und Massen von Infanterie gelingt es ihm, die Heinrichstellung zu überrennen und fast 2 Kilometer hinter unsere Stellung zu kommen. Der von deutscher Stelle angesetzte Gegenangriff mit Panzern wirft den Feind wieder bis in seine Ausgangsstellung zurück. Nur die Heinrichstellung gelingt es uns nicht wieder zu nehmen. Deutsche Sturzkampfbomber greifen in den Kampf ein. 7 feindliche Panzer werden abgeschossen. Bei unseren Truppen sind die Verluste ziemlich groß. Der Kompanieführer der 1. Kompanie, Oberleutnant von Karten, ist gefallen. Die ganze Besatzung der Heinrichstellung unter Führung von Leutnant Malzahn ist gefallen. Auch die ganze SMG-Gruppe mit Oberfeldwebel Hausschild ist tot. Die 7. Kompanie alleine hat 10 Tote. Am 8.3. abends kommt der Abmarschbefehl und wir marschieren zur Stellung. Wir werden der 7. Kompanie des Oberleutnant Giersdorf zugeteilt. Heute habe ich das Wunderabzeichen in Schwarz erhalten. Am 9.3. ist mein Geburtstag. Ich bin aber mit noch 7 weiteren als Stoßtrupp eingeteilt. Wir sollen beim etwaigen Einbruch des Feindes zum Gegenstoß antreten. Um 7 Uhr beginnt wieder das feindliche Artilleriefeuer. Es verstärkt sich zum richtigen Trommelfeuer. Gegen 9 Uhr erhält der Bunker einen Volltreffer. Ein Obergefreiter ist sofort tot und 3 Mann schwer verwundet. Auch mein Kamerad Anton Krieg ist dabei. Russische Tiefflieger greifen mit 25 bis 30 Flugzeugen mehrmals am Tage die Stellung an. Der heutige Tag brachte für die Kompanie durch Bunkervolltreffer viele Tote und Verwundete. Alle Angriffe wurden heute unter schweren Verlusten für den Feind abgewiesen. Am Abend brennt der Bunker und alle darin befindlichen Sachen. 10.3. Während sich das feindliche Artilleriefeuer bei Nacht nur auf etwas Granatwerfertätigkeit beschränkt,
setzt beim Morgengrauen das schwere Feuer mit voller Wucht wieder ein. Ein weiterer Bunker hält einen Volltreffer. Ein Unteroffizier und 6 Mann sind tot. Wieder rennen die sowjetischen Soldaten in Massen an, aber ohne Erfolg. Gefreiter Rosenbusch und Gefreiter Reger und auch der Gefreite Teubzer werden verwundet. Am nächsten Tag geht der Tanz weiter. Der Feind versucht immer wieder durchzukommen, aber trotz seiner Panzer gelingt es ihm einfach nicht. Das Artilleriefeuer hingegen wird immer wütender. Bei Pimpansruh sollen 10 russische schwere Panzer angetreten sein. Als jedoch einer auf eine Mine fährt, drehen die anderen wieder ab. Heute hält jedermann eine Schachtel Coca-Cola als Sonderzulage von der Division. Der Regimentsstoßtrupp, der mit 50 Mann zum Gegenangriff antrat, kam mit 18 Mann zurück. Die nächsten Tage lässt das Artilleriefeuer etwas nach. Wir glauben, dass die feindliche Artillerie einen Stellungswechsel durchführt. Wir bauen uns an einer Barke einen neuen Bunker. Es gibt eine weitere Schachtel Coca-Cola. Beim Morgengrauen setzt das feindliche Artilleriefeuer wieder mit voller Wucht ein. Der Feind greift wieder an, aber auch wieder ohne Erfolg. Die 7. Kompanie hat am 8. und 9. März 15 Tote und 18 Verwundete. Oberfeldwebel Kolbe und Leutnant Friedrich sind verwundet. Der 14. März. 30 feindliche Panzer greifen an der Barke an. 8 davon werden abgeschossen. 4 Panzern gelingt es, bis in unsere 15 cm Artilleriestellung einzudringen, die am Bahndamm steht. Ein Panzer bleibt beim Versuch, ein Geschütz abzuschleppen, auf einer Lafette hängen und wird gesprengt. Das Artilleriefeuer dauert an. Es wird nicht besser. Am nächsten Tag um 9 Uhr greift der Feind wieder an. Aber trotz schwersten Trommelfeuers und einer Anzahl Panzer kommt er einfach nicht durch. Endlich erhält das Bataillon Ersatz. Um 22 Uhr werden wir von der Kompanie abgelöst und kommen zurück zum Bataillonsgefechtsstand. Von dort werden wir zum alten Quartier nach Pawlowski geschickt. Heute gab es wieder viele Fliegerangriffe. Wir konnten auch 4 Abschüsse sehen. Am 16. März haben wir einen Tag Ruhe und können unsere Sachen etwas instand setzen. An der Hauptkampflinie hat der Feind wieder mit Panzern angegriffen. Es gab auch wieder viele Tieffliegerangriffe. Am nächsten Tag müssen wir uns wieder beim Bataillonsgefechtsstand melden. Das schwere Artilleriefeuer hat etwas nachgelassen. Wir müssen wieder einen neuen Bataillonsgefechtsstand bauen, etwa 2 Kilometer vor Rasnie. Die täglichen Fliegerangriffe zehren an den Nerven. Heute stoßen in der Luft 2 Ratas zusammen und stürzen brennend ab. Nächsten Tag bauen wir weiter an dem Bunker, fast keine feindliche Artillerietätigkeit. Der Feind hat scheinbar seine schwere Artillerie zurückgezogen, heute sind auch keine Flieger zu sehen. Scheinbar ist die Großoffensive endgültig abgeschlagen. Unser Regiment ist etwa noch 500 Mann stark. Nach dem Regimentsbericht hat der Feind an diesen Tagen zwischen 5.000 und 5.500 Tote verloren. Oberleutnant Voss und Obergefreiter Gampitz werden zum Ritterkreuz eingereicht, sowie Hauptmann Steiner zum Deutschen Kreuz in Gold. 19. bis 25. März. Wir bauen an dem neuen Bataillonsgefechtsstand weiter. Am 21. ist unser Gruppenbunker fertig. Wir können einziehen. Die 2. Gruppe ist in Rosny und stellt Wache am Materiallager. Unsere Bunker können wir recht gut einrichten, denn wir haben genügend Material. Es werden Betten gebaut, sonst ist alles mit Sperrholz verkleidet. Am 20. März erhält der Obergefreite Gul, Döring und Hertling das EK2. Da der Frost noch sehr tief im Boden sitzt, muss alles gesprengt werden. Auch bei den Kompanien beginnt jetzt wieder unsere Arbeit. Jede Nacht sind wir unterwegs. Die Gefechtstätigkeit beschränkt sich zurzeit nur auf gegenseitiges Artilleriefeuer und Fliegertätigkeit. Am 23. wird der Unteroffizier Fegel krank und kommt ins Revier. Einen Tag später werden wir durch das 2. Bataillon der 93er abgelöst. Bei der Ablösung treffe ich Pfarrer Hafner aus Seibelsdorf, der seit dem 1. Dezember 1941 beim Pionierzug 2. Bataillon ist.
Es ist der erste Bekannte, den ich treffe, seitdem ich in Russland bin. Am Abend kommen wir wieder in unser altes Quartier in Pawlowski Nummer 59 an. Das Wetter in den letzten 8 Tagen war meist noch starker Frost. Bis zum 31. März liegen wir in Ruhe in Pawlowski. Es beginnt wieder der übliche Dienst, es ist Tauwetter eingetreten, was wieder eine Schlammperiode mit sich bringt. Der Nachschub kommt wieder nicht ran. Die Verpflegung ist recht wenig, es gibt kein Brot mehr. Wir erhalten von der Küche Mehl und müssen uns von den Russen Brot backen lassen. Der Mius hat Hochwasser, nur noch eine Brücke ist befahrbar. Die Front ist einigermaßen ruhig in den letzten Tagen. Doch heute, am 31., ist im Abschnitt der 73. Division stärkstes feindliches Artilleriefeuer. Der Feind greift wieder stark an, wird aber abgewiesen. April 1942. 1. April, Ablösungstag. Es regnet. Das ganze Mius-Tal steht unter Wasser. Wir müssen über die untere Brücke bei Neklinowka. Da dort schon überall Wasser ist, werden wir mit dem LKW nach Neklimowka bis Pokrowskoje gefahren. Am Abend lösen wir in der Stellung ab. Ich habe mit Kamerad Hafner gesprochen. 2.4. bis 12.4. Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Rasny. Das Tau- und Regenwetter hält an. Fußtief ist der Schlamm, aber trotzdem sind wir jede Nacht vorn, vor der HKL. Vor der ganzen Front müssen spanische Reiter angebracht werden, was bei dem vielen feindlichen MG-Feuer immer recht schwierig ist. Endlich bekommen wir Ersatz. Unteroffizier Hartmann mit 5 Mann. Radowski, Stahlhut, Spohleder, Lüderitz und Pedelsee. Seit einigen Tagen habe ich starkes Rheuma an den Gliedern. Die Front ist einigermaßen ruhig. Der Feind unternimmt keine größeren Angriffsversuche mehr. Wir werden wieder abgelöst. Ich bin wieder mit Kamerad Hafner beisammen. Da das Hochwasser noch immer anhält, müssen wir wieder den großen Umweg über Neklimowka machen. 13.04. bis 23.04. liegen wir in Ruhe in Pawlowski. Ab dem 15. April fährt jede Woche ein Mann in den Urlaub. Der Pionierzug muss nun täglich mit großen Floßsäcken den Bataillonsverkehr nach Pokrowskoje aufrechterhalten. Ungefähr 1,5 Kilometer ist das Wasser breit. Fast alle Kameraden klagen über Rheumatismus. Ich war schon einige Male beim Arzt. Der gibt auch nur Tabletten, die aber nicht helfen. Am 18. April gehen wir geschlossen nach Pokrowskoje zum Entlausen. Am 19.04. ist der Mius stark gefallen. Die Floßsäcke werden gereinigt und verpackt. An Führers Geburtstag, also am 20.04., hält Hauptmann Moritz eine Ansprache. Wintersachen werden abgegeben. Am 20. greifen deutsche Stukas mehrmals am Tage die feindlichen Stellungen an. Die deutsche Luftaufklärung hat neue Bereitstellungen des Russen festgestellt. 3 Tage hintereinander greifen die Stuka an und zerschlagen die feindlichen Bereitstellungen. Am 23. geht es wieder in Stellung. Diesmal werden wir mit Floßsäcken über den Mius gebracht. Unteroffizier Vogel wird nach Taganrog abgestellt. Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand. Das Wetter ist meist schön oder leicht bewölkt. Noch immer ziehen deutsche Stukas feindwärts. Am 25. wird Oberschütze Pedal durch Schrapnell am Oberschenkel verwundet. Die feindliche Artillerietätigkeit sowie Flieger und MG-Feuer bei Nacht wird immer stärker. Sämtliche Kabelleitungen werden in kleine Gräben gelegt. Seit einigen Wochen hat der Feind außer der starken Flugblattpropaganda auch mit Lautsprecherpropaganda begonnen. Lautsprecher in der feindlichen HKL beginnen jeden Abend mit Musik, dann folgt eine Rede in deutscher Sprache und endet mit der Aufforderung zum Überlaufen. Nun haben auch unsere mit dieser Lautsprecherpropaganda begonnen. Der Russe beginnt aber, sobald unser Sprecher zu reden beginnt, mit einem wütenden MG-Feuer zu antworten. Am 28.04. übernimmt Unteroffizier Kiesel, der aus dem Lazarett kommt, unsere Gruppe. In den nächsten Tagen wieder starkes feindliches Artilleriefeuer. Es ist höchste Gefechtsbereitschaft befohlen.
Mai 1942. Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Rasny. Die Front ist recht unruhig, starke Granatwerfertätigkeit und MG-Feuer. Am 3. Mai ist ein Filmkommando der Propagandakompanie am Bataillonsgefechtsstand und filmt. Anschließend gehen Oberfeldwebel Kolbe, Obergefreiter Gul, Gefreiter Frost und Gefreiter Bräunig mit mir zusammen nach Pawlowski zurück. Dort nehmen wir an einem Minenlehrgang teil. Das Bataillon wird am 4.5. vom 2. Bataillon der 93er abgelöst. Auf dem Rückmarsch wird wieder gefilmt. Wir liegen in Ruhe in Pawlowski. Oberfeldwebel Kolbe wird wieder zum Kratzschützenbataillon befohlen. Am 7.5. bis 15.5. zieht der Pionierzug nach Pekrowskoje. Es beginnt eine Pionierausbildung unter Oberleutnant Albrecht. Der Regimentspionierzug ist aufgelöst worden und wird auf die beiden Bataillonspionierzüge verteilt. Feldwebel Hahn übernimmt unseren Pionierzug. Am 8. Mai rücken wir um 22 Uhr zur Stellung am Radaubunker, um an einem Unternehmen gegen den russischen Radaubunker teilzunehmen. Der Feind hat aber scheinbar etwas gemerkt und setzt uns ein derartiges Granatwerfer- und MG-Feuer entgegen, dass wir das Unternehmen abblasen müssen. Durch Granattreffer sind 8 Mann gefallen und eine große Anzahl verwundet. Von uns ist Gefreiter Rosenbusch durch Schulterdurchschuss verwundet. Am frühen Morgen kommen wir wieder nach Pakrowskoje zurück. Am 14. Mai ist die Ausbildung zu Ende. Es wird wieder alles zur Ablösung hergerichtet. Feldwebel Hahn ist im ganzen Zug recht unbeliebt. Er macht uns das Leben so schwer als nur möglich. Am 15. treffen wir wieder in Stellung ein. Wie immer an diesem Tag treffe ich mit Hafner zusammen. Wir liegen wieder in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Rasny. Beim Vortragen von spanischen Reitern ist heute am 16.05. Gefreiter Oelkers durch Kopf- und Brustschutz gefallen. Obergefreiter Gul ist leicht verwundet. In der Nacht zum 17. übernehmen wir die Sicherung im Miustal. In Richtung Rostow finden fast jetzt täglich Bombardierungen statt. Am 20. Mai erhalte ich die Nachricht, dass Kamerad Hans Lunkenbein gefallen ist. Da nun der Frost aus dem Boden heraus ist, wird mit dem Bau von Verbindungsgräben begonnen. Auch wird ein neuer Bataillonsgefechtsstand am Bahndamm im Wald gebaut. Unsere Gruppe ist ein paar Tage in Rasny als Wache am Materiallager. Pfingsten erhält jeder ein Viertel Torte und eine Tafel Schokolade. Russische Artillerie beschießt die bei der Feldarbeit tätigen Zivilisten im Miustal. Am 26. Mai ziehen wir wieder nach Pokrowskoje. Die vergangenen 10 Tage waren besonders unruhig. Feindliche Flieger, Artillerie, Granatwerfer und MG-Feuer haben uns schwer zugesetzt. Die Kompanie hatte ziemlich viele Verluste. Der ganze Stab ist nun auch von Pawlowski nach Pokrowskoje umgezogen. Unteroffizier Meyer ist wieder zurückgekommen. Der Unteroffizier Vogel ist wieder aus Taganrog zurück. Rost, Bayrich und andere, die beim Ausbildungsbataillon mit Unteroffizier Vogel waren, kommen als Ersatz zu uns. Am 28. beginnt wieder Pionierausbildung unter Oberleutnant Albrecht. Ein Steg wird über den Mius gebaut. Bei Nacht werfen russische Flieger ununterbrochen Bomben ab. Auf dem Heldenfriedhof in Pokrowskoje liegen bereits schon 500 bis 600 gefallene Kameraden. Am 31. Mai ist eine große Parade in Pokrowskoje. Ein Feldgottesdienst leitet die Feier ein. Generalmajor Herr überreicht im Namen des Führers an Oberleutnant Voss und Obergefreiten Gampitz das Ritterkreuz. An Hauptmann Steiner geht das Deutsche Kreuz in Gold. In seiner Rede würdigt General Herr die großen Verdienste der Ausgezeichneten sowie des Leutnant Bitter und seinem Zuge, die in den Großkampftagen im März in der Heinrichstellung alle gefallen sind. Ferner auch die SMG-Gruppe des Obergefreiten Hausschild, der ebenfalls gefallen ist. Eine Anzahl Unteroffiziere und Mannschaften werden dann auch vom General mit dem EK ausgezeichnet. Leutnant Bitter wird nach seinem Tode zum Oberleutnant befördert. Juni 1942.
Es gibt Impfungen gegen Typhus. Ein Frontkino wird besucht. Bei Nacht haben wir wieder russische Fliegerbomben. Ein Volltreffer geht in ein Haus. Eine Anzahl Zivilisten und einige Soldaten sind tot. Am 5. Juni bei Nacht müssen wir zur Stellung und beim Grubenbau helfen. Dabei habe ich Gelegenheit, mich längere Zeit mit Kamerad Hafner in Rusni zu unterhalten. Frühmorgens kommen wir wieder nach Pokrovskoje zurück, wo gleich anschließend Entlausung ist. Max Bräuning ist schon einige Zeit wegen Rheuma am Revier. Das Wetter war die ganze Zeit recht heiß. Heute am 6. Juni kommt ein Gewitter und es regnet. Um 13 Uhr lösen wir das 2. Bataillon 93 in der Stellung ab. Wir liegen wieder in Stellung. Der Bataillonsgefechtsstand ist nun in den fertigen Bunker am Bahndamm verlegt worden. Wir bleiben in unseren alten Bunkern. Wir aber bleiben in unseren alten Bunkern. Obergefreiter Gul, Pasch und ich werden als Beobachter am Schernfernrohr für die Artillerie in der B-Stelle eingeteilt. Am 9. Juni werden wir von der Nachrichtenstaffel abgelöst. Am 10. hält die Beobachterstelle einen Volltreffer. 3 Mann sind verwundet. Die Verpflegung lässt mal wieder zu wünschen übrig. Der ganze Pionierzug ist beim Grabenbau beschäftigt. Es wird viel verlangt von uns. Auch fast die ganze Nacht sind wir draußen und schleppen spanische Reiter nach vorn. Feldwebel Hahn ist einfach rücksichtslos. In der Nacht zum 14. Juni wird Gefreiter Schmidt durch Kopfsteckschuss schwer verwundet. Der Feind versucht wieder öfters anzugreifen. Es ist wieder erhöhte Gefechtsbereitschaft befohlen. Deutsche und russische Artillerie ist wieder in voller Tätigkeit. Die feindliche Artillerie unternimmt einen schweren Feuerüberfall auf Pokrovskoje. 8 deutsche Soldaten fallen. Am 16. wird der Schütze Kuhner durch Bombensplitter schwer verwundet. Die erhöhte Gefechtsbereitschaft wird beibehalten, denn die Front ist sehr unruhig. Der Russe wirft wieder viele Flugblätter ab. Es gehen wieder alle an Parolen über eine Ablösung oder Herausziehung der Division herum, aber niemand glaubt daran. Am 17. Juni Ablösung und Rückmarsch nach Pokrovskoje. Die letzten 10 Tage Stellungszeit war herrliches Sommerwetter. Wir laufen den ganzen Tag nur in Badehose herum. Heute habe ich die Urkunde zu meinem Verwundetenabzeichen erhalten. Bis zum 28. liegen wir in Ruhe in Pokrovskoje. Vom 19. bis 22.06. kann ich nach Taganrog ins Urlauberheim. Das Urlauberheim gehört zur 13. Panzerdivision, wo es mir auch sehr gut gefällt, denn das Wetter ist herrlich. Nur zu kurz ist der Urlaub. Am 22.06. bin ich zurück. Das Bataillon beginnt mit seinen täglichen Gefechtsübungen. Wir müssen bei einer Nachtübung das Bataillon über den Mios setzen. Feldwebel Hahn ist jetzt Zugtruppführer. Am 29. und 30. Juni liegen wir in Stellung vor Rasny. Wir müssen Drahthindernisse ausbessern und das bei Nacht. Die Front ist an beiden Tagen ziemlich ruhig. Juli 1942. Wir bauen bei Nacht ein Grabensystem im Mios-Abschnitt. Auch legen wir einen Flandernzaun davor aus und noch weitere Stolperdrahthindernisse. Am 8. Juli kommt die Nachricht, dass unser ehemaliger Regimentskommandeur Oberst Radnau, der jetzt bei der 19. Panzerdivision ist, durch Fliegerbombe gefallen ist. Im Dorfe Nekrasow, wo das Kratzschützenbataillon liegt, hat der Kommandeur am 5. Exerzierdienst angesetzt. Russische Artillerie kann das Gelände einsehen und schießt dazwischen. Mehrere Männer sind tot und eine Anzahl schwer verwundet. Am 7. Juli wird erneut ein Unternehmen gegen den russischen Radaubunker angesetzt. Es gelingt uns, den Bunker mit T-Minen in die Luft zu jagen. Für uns ohne Verluste. Nachts um 1.30 Uhr macht der Russe einen Feuerüberfall mit leichten Granatwerfern. Dabei ist Obergefreiter Wolny und Gefreiter Dietrich gefallen. Am 9. Juli ist wieder Ablösetag und wir ziehen diesmal nach Pawlowski. Nummer 45. Die vergangenen 10 Tage gehören zu der schönsten Zeit des Stellungskrieges. Das Wetter war herrlich und die Front ungewöhnlich ruhig. Nur bei Nacht kamen einzelne feindliche Flieger. Wir brauchen nur bei Nacht zu arbeiten, hatten aber bei Tag unsere Ruhe. Nur das Brot ist recht knapp. Der Tross verbleibt vorläufig in Pokrovskoje.
Am 10. Juli liegen wir immer noch in Ruhe in Pawlowski. Wir bekommen eine Impfung gegen Ruhr. Anschließend wird das ganze Bataillon neu eingekleidet. Es liegt was in der Luft. Die Sauerkirschen sind reif und wir nutzen die Gelegenheit und machen Marmelade. Heute gibt es die ersten Feldpost-Päckchenmarken. 11. Juli, der Abmarschbefehl ist gekommen. 16 Uhr Abmarsch zu Fuß nach Karaschenko, wo die Fahrzeuge bereitstehen. 20 Uhr Ankunft dort. Sofort wird alles Gerät verladen und abmarschbereit gemacht. Der Pionierzug erhält 2 Magirus und 2 Einheitsdiesel als Gefechtsfahrzeuge, ein PKW als Zugführerwagen, ein Beiwagenkratt und 2 für Geräte und Trossfahrzeuge. Und Offizier Kiesel, Obergefreiter Döring und Gul und auch Hertling werden zum Marschbataillon versetzt. Um Mitternacht ist alles abmarschbereit. Der Pionierzug hat eine Vollstärke von 53 Mann. 12. Juli. Abfahrt über Krisnovka und Uspenskaje nach Nordosten. Ziel unbekannt. Wir gehören zu der neuen Kampfgruppe von Oberst Krischt. 9 Uhr halten wir in einem Dorf. 17 Uhr Weiterfahrt. Im Dorf Marmovka wird Quartier gemacht. Wir sind heute 70 Kilometer gefahren. 13. Juli in Marmovka. Gruppenfahrzeuge werden eingerichtet. Allgemeine Vorbereitungen zum bevorstehenden Angriff. Obergefreiter Brasche führt ab heute unsere Gruppe. 14. Juli in Marmovka. Angriff ist auf unbestimmte Zeit verschoben. 16 Uhr fährt der Pionierzug 10 Kilometer zurück, um eine Brücke zu bauen. Wir arbeiten die ganze Nacht durch. Früh um 5:30 sind wir fertig und die ersten Panzer rollen darüber. Vom 15. bis zum 19. liegen wir in Marmovka. Verpflegung ist wieder in Ordnung, auch gibt es wieder genug Brot. Neue Kartoffeln gibt es auch schon. Am 16. Juli marschiert die 9. Infanteriedivision nach vorne. Deutsche Bomber ziehen täglich feindwärts. Benzinkolonnen fahren Tag und Nacht. Hier im Ort wird ein Benzinlager aufgestellt. Auch werden innerhalb des Bataillons Handballspiele ausgetragen. Am 18.07. ist der Abmarsch befohlen, aber nach 8 Kilometer Fahrt kommen wir nicht weiter. Der seit gestern anhaltende Gewitterregen hat die Straßen in eine Schlammmasse verwandelt. Wir müssen wieder umkehren. Am 19. Juli ist um 14 Uhr Abfahrt in nordwestliche Richtung. Infolge des Schlammes gibt es öfter Stockungen. Es geht über Avroyeska. Gegen 23 Uhr ist unser Fahrzeug festgefahren. Wir warten den Tag ab. Unser anfangs vorgesehener Auftrag ist wieder abgeblasen worden. Wir fahren in einen sogenannten Auffrischungsraum. Mit uns fährt das ganze Panzerregiment. Deutsche Bomber ziehen in Massen in Richtung auf Rostow. Heute sind wir 45 Kilometer gefahren. 20. Juli, 6 Uhr früh, wir kommen am Ziel an. Hier wird das Bataillon neu eingeteilt. Der Pionierzug bildet zusammen mit je 2 Packgeschützen und einem leichten Geschützzug die neue schwere Kompanie. Kompaniechef ist Oberleutnant Altmann und der Hauptfeldwebel Holz. Hier in der Umgegend liegt auch das 2. Bataillon. Dieses, wie auch das 2. Bataillon der 66er, gehören nicht zur Kampfgruppe Krisolli. Die bleiben hier in Ruhe liegen, da sie keine Fahrzeuge haben. Am nächsten Tag ist ein neuer Einsatzbefehl gekommen. Der Angriff auf Rostow ist befohlen. 8 Uhr Abfahrt in Richtung auf Sambek. Das 2. Bataillon 66 ist ganz mit MTW ausgerüstet. Um 16 Uhr wird bei Trotzkoje Biwak aufgeschlagen. Post ist gekommen, unter anderem ein Brief von Hans mit der Mitteilung, dass er zum Oberfeldwebel befördert wurde. Die Abmarschbereitschaft ist weiterhin befohlen. Noch am Abend ziehen die Bombergeschwader nach vorne. 22.07. früh um 2 Uhr geht es los zum Angriff. Um 4 Uhr geht es bei Sambek durch die alte HKL. Dort sind bereits am Vortage Infanterieverbände über die HKL vorgestoßen. Nun ist die Aufgabe unserer Panzerdivision mit voller Wucht nachzustoßen und dann weiter durchzustoßen. Um 8 Uhr der erste große Widerstand. Ein großer Panzergraben mit einer Bunkerlinie halten uns auf. Der Panzergraben wird unter feindlichem Beschuss unter eigenen Verlusten zugeschaufelt. Um 9 Uhr rollen die ersten deutschen Panzer rüber.
Einige unserer Panzer werden in Brand geschossen. Dann kommen Stuka- und Zerstörerflugzeuge und greifen in den Kampf ein. Um 12 Uhr ist der Widerstand gebrochen, es geht weiter. Um 21 Uhr stehen wir nach Überwindung weiterer Panzergräben 10 Kilometer vor Rostow. Wir graben uns ein und sichern gegen den Feind. Am 23.07. früh um 5 Uhr Angriff gegen Rostow. Gegen 8 Uhr haben wir den Nordwestrand der Stadt erreicht. Wir sind auf dem Flugplatz. Die Vororte werden gesäubert. Obergefreiter Brande, Knake, Bräuning, Rost und ich werden als Pioniere der 2. Kompanie zugeteilt. Wir säubern die Stadt in Richtung Bahnhof und Donnbrücke. Als wir 500 Meter vom Don entfernt sind, fliegt die Brücke in die Luft. Der Bahnhof brennt auch. Häuserkämpfe entwickeln sich. Unsere Flieger werfen vor uns Bomben in die Stadt. Am Abend rückt die SS-Division Wiking in die Stadt ein. 24. Juli in Rostow. Wir 5 Pioniere nehmen bei Nacht an der Sicherung teil. Dabei wird der gefreite Knake zwischen 1 und 2 Uhr, als er auf Posten steht, erschossen. Wir finden ihn. Er hat 7 bis 8 Kopfschüsse. Wir versuchen, mit unserer Kompanie Verbindung aufzunehmen. Es gelingt uns aber nicht. Morgens um 8 begraben wir Johann Knake neben einem am Vortag gefallenen Kameraden. Das Grab ist unweit vom Don entfernt in der Nähe des Bahnhofes. In der Nacht hat das Bataillon den Brückenkopf über den Don gebildet. In der Stadt toben noch Häuser- und Straßenkämpfe. Die deutschen Panzerkanonen knallen ohne Unterbrechung. Wir suchen nach unserem Pionierzug. Erst am Abend erreichen wir unsere Kameraden. Wir gehen auf Sicherung am Stadtrand.